bester Brief. Eine günstige Gelegenheit. Ich denk an dich, den Text, Text, ich geh. Dein Abschied tut mir weh. Ich denk an dich die ganze Zeit. Ich habe Angst, dass es schnell zu Ende gehen könnte, dass irgendwann alles aus ist und ganz plötzlich. Ich hätte es gern gehabt, wir hätten einen anständigen Beruf erlernt. Und er wäre nicht so strapaziert worden wie jetzt. Ralf vertraut uns da, weil er ja mit uns den großen Erfolg, den er jetzt hat, durch uns bekommen hat. Es gibt viele Schlagersänger, aber nur einen Roy Black. Er ist wirklich einmalig. Zu seinem 25. Geburtstag widmete ich ihm dieses Gedicht. Ich hab dich lieb, du himmlischer Knabe, und deine Stimme, die göttliche Gabe. Deine Augen strahlen wie Sternenschein das tiefste Innere der Menschen hinein. Du bist der Hüter vieler Verliebten, du bist der Tröster mancher Betrübten. Deine Seele ist schön, verträumt und rein. Du musst das Kind eines Engels sein. Übrigens, diese Verehrerin, Frau Leonore Schäffler, ist nur ein Beispiel. Zahlreiche ältere Damen schwärmen für Roy Black, der in der Branche den Titel Star der Teenager und Tanten trägt. Das ist natürlich eine gestellte Szene. Aber Gerhard Höllerich, wie Roy Black laut Geburtsschein heißt, konnte die Gelegenheit nutzen, seine liebste Freizeitbeschäftigung vorzustellen. Ich möchte vergessen, was du einmal warst für mich. Und ich vergesse alles, alles, nur nicht dich. Haben Sie schon mal einen Fischer gesehen, der am Wasser singt und noch so laut dazu wie ich? Das gibt's nicht. Aber was tut man nicht alles, wenn man singt? Roy, was denken Sie eigentlich, wenn Sie so etwas singen auf der Bühne? Ich glaube, ich versuche mich jedes Mal in diese Situation zu versetzen. Nehmen wir dieses Lied eben. Er hat sie verlassen oder sie hat ihn verlassen. Und ihm tut's auf alle Fälle leid, jetzt, dass es so gekommen ist. Warum soll man sich die Situation nicht vorstellen können? Die gibt's tausendmal an einem Tag. Gegen manche Ihrer Texte sind Einwände erhoben worden. Haben Sie schon mal einen Text abgelehnt zu singen? Ja, ich habe einige Texte schon abgelehnt zu singen. Das, was ich dann singe, das, was dann als Platte kommt, das wollte ich singen. Ihre Karriere ging aber so steil, dass Sie manchmal, glaube ich, selbst darüber überrascht waren. Verlassen Sie sich blind auf die Leute, die Ihren Erfolg gemacht haben? An sich habe ich das bis jetzt getan. Nur, ob das blind war, glaube ich nicht. Es ist ein echtes Teamwork gewesen. Wir haben immer zusammengearbeitet, bevor ein neuer Titel, eine neue Platte herausgebracht worden ist. Was wäre gewesen, wenn Bertram nicht gekommen wäre und hätte Gerd Höllerich als Roy Black entdeckt? Das weiß ich nicht. Vielleicht wäre jemand anders gekommen, der das getan hätte. Aber damals kam Hans Bertram, Musikproduzent in Köln, der schon immer wusste, womit man Erfolg und Geld macht. Er produziert auch Willy Milowitsch. Und praktischerweise werden die meisten der weichen Hits, die Roy Black singt, von Bertrams Ehefrau, genannt Lelibert, getextet. So, bleib bei mir, du bist da, wunderbar ist die Welt, ich denk an dich. Bertrams spielten vor der Kamera, wie das zugeht, wenn ein neuer Schlager für Roy geboren wird. Der dritte im Bunde ist der Komponist Werner Twardy, der genau die Möglichkeiten von Roys Stimme abschätzen muss. Wie findest du das? Das haben wir uns für den Roy ausgedacht. Ja, wie heißt die Zeile? Also, das ist mein Blues, ja. Finde ich sehr gut. Wie seid ihr denn schon drauf gekommen? Da bin ich drauf gekommen. Ach, du bist drauf gekommen. Wie war das? Ja,
habe ein bisschen geblättert in einem Katalog und fand das Wort Rhythm und dann fand ich ein paar Seiten weiter das Wort Blues und dann habe ich das zusammengesetzt und dachte, das wäre was. Rhythm and Blues. Ja, das ist sehr gut. Das kommt mir vor allen Dingen sehr gelegen, weil wir ja bei dem Roy natürlich selbstverständlich eine große Erfolgswelle, da wollen wir nicht ganz von abgehen, aber wir müssen noch etwas Neues bringen und wir haben ja gesehen, dass wir in Frankreich damit sehr großen Erfolg eigentlich gehabt haben, nicht wahr? Und das war doch auch irgendwie eine sehr rhythmische Nummer. Wie geht's denn noch? Ja, ja, ist gut, ist gut. Vor allen Dingen, glaube ich, wäre das auch eine sehr gute Shownummer, wenn er auf der Bühne ist, Rhythm and Blues. Ja, ja, vor allen Dingen bietet sich das sehr gut für seine Tournee an. Mhm. Wir gehen nochmal die Nummer spielen. Doch später auf dem Tourneeprogramm wurde dieser Titel gestrichen. Er war Roy musikalisch doch zu schwierig. Warum ist aber Roy nicht dabei, Herr Bertram, wenn Sie eine solche Änderung seiner Linie beschließen? Naja, also er braucht nicht unbedingt bei der Arbeit dabei zu sein, beim Komponieren und wenn der Textdichter dabei ist, wenn wir das Arrangement besprechen. Das ist natürlich schon vorher, treffen wir uns ganz zwanglos, Roy und ich, und dann besprechen wir doch, was wir in großen Zügen demnächst vorhaben. Und dass wir doch jetzt gleich eine große Tournee machen, dann muss er nur den ganzen Abend, kann er ja nicht nur Weiche Welle singen. Und dann habe ich schon gesagt, weißt du, wir werden dieses Mal, und Roy vertraut uns da, weil er ja mit uns den großen Erfolg, den er jetzt hat, sagen wir, durch uns bekommen hat. Okay, ja, jetzt. Dann läuft. Bitte Aufnahme. Rhythm and Blues, Rhythm and Blues. Heute bin ich dran, morgen bist du's. Rhythm and Blues, Rhythm and Blues. Aufnahme einer Langspielplatte. Roy hört das Orchester vom Tonband. Seine Stimme wird mit dem Orchesterband gemischt, Stückchen für Stückchen. Mal high, mal low, mal up and down. Heute Gentleman und morgen Clown. Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Heute bin ich dran. Morgen. Halt! Ja, stopp. Von vorher, ja. Machst du irgendwie im Mittelteil, musst du deutlicher sprechen. Ja, und da bin ich aus dem... Wir haben das nicht ganz verstanden, ja. Wenn er nach Köln kommt, muss er 12 neue Nummern aufnehmen. Von den meisten lernt er erst hier Text und Melodie kennen. Ja, von vorne. So, Achtung, bitte, Aufnahme. Okay, das laufen. Ja, können wir? Okay. Rhythm and Blues. Wunder der Technik. Hier bemerkt man die Unebenheiten seines Tons, die durch den Orchestersound zugedeckt werden. Das Mischpult als Mittel zum Erfolg. Ich denke oft darüber nach, was das Leben mit mir macht. Mal high, mal low, mal up and down. Heute Gentleman und morgen Clown. Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Ja, warte mal. Wir müssen sowieso nochmal machen. Ja. Wieso? War falsch? Hat nicht gut gestimmt. So. Wo? Ja, es macht immer ein bisschen zu tief. Zu tief. Oh. Und die haben schon alles dann gesucht. Die hat er da versteckt. Jetzt weiß ich, da guckt die Schreit hin und hat so wie unauffällig. Jetzt weiß ich, was ich da versteckt so. Hör mal zu. Wir werden das in Zukunft einführen. Ja, genau. Ich erwarte. Bitte? Singen Sie bitte, ja. Aber nur, wenn Sie stehen. Sie halten an. Aber nur, wenn Sie stehen. Stramme Haltung. Gut, ja. Singen Sie den Blues richtig auf Deutsch, bitte. Ja? Bitte sehr, jawohl. Aber bleiben Sie bitte stehen, sonst kann ich nicht. Ist wahr? Hast du die Wahrheit geschrieben, du?